Howdy ho, meine Creepy-Fans, ich bin's, euer Raven the Creep. In diesem Video würde ich euch gerne erzählen, was ich von Your Name halte. Your Name ist echt ein geiler Film. Ich konnte wirklich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich habe echt geweint wie ein Schlosshund. Und ja, das ist jetzt meine Meinung zu Your Name. Aber der Rest alles nach dem Intro. Zuallererst die Leute, die Your Name noch nicht geschaut haben und nicht wollen, dass ich sie spoiler, die klicken dann das Video weg, lassen Creep Like Dom noch auf da und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Für die, die jetzt noch dranbleiben wollen, kommt jetzt meine Meinung zu Your Name. Dieser Film hat mich echt berührt. Ich konnte nicht mehr. Die ersten 10 Minuten, da dachte ich mir erstmal, okay, schöner Film, ein bisschen witzig, ja, viel Humor und viel Gelächter so an einigen Stellen. Aber dann so in der Mitte des Films kamen bei mir echt die Tränen. Und dann so, was? Die waren getrennt über 3 Jahre lang und hatten dennoch irgendwie Kontakt zueinander aufgenommen. Oh Gott! Und dann stellt sich dann auch raus, sie ist tot und er will sie wieder ins Leben holen. Also der Hauptprotagonist namens Taki. Oh Gott, ich konnte nicht mehr, mir kamen die Tränen. Das war echt so romantisch und irgendwie so, da war ich echt in Depressionen nah. Ohne Scheiß. Was war das bitte? Und dann so bis noch die letzten 3/4 Stunden des Films dachte ich mir, what the fuck, was geht da ab? Ich war am Heulen. Jetzt, wenn ich sogar noch daran zurückdenke, will ich immer noch heulen. Das ist so romantisch, so episch gewesen. Ich konnte noch mehr. Und dieses Ende, ja, das Ende, da, wo sie sich noch wieder getroffen haben. Junge, was ist das bitte? Ich kann nicht mehr. Ich konnte echt nicht mehr. Mir kam jetzt der Abspann und ich war geflasht. Ich war mehr als geflasht. Ich war da mit einem Kumpel. Wir beide haben da irgendwie geheult und oh, Junge. Aber jetzt auch mal zu ein paar Dingen, die ich nicht so mochte oder eher nicht verstanden habe. Und zwar, warum konnten sie sich nicht an ihre gegenseitigen Namen erinnern? Sie haben sich doch getroffen. Sie haben sich zwar in den Träumen gesehen, klar. Es waren halt eher Träume, die haben in den Träumen eher die Körper getauscht. Aber ich konnte echt nicht verstehen, warum sie sich nicht erinnern konnten. Vor allem, warum sich Mitsuha nicht wirklich an den Namen erinnern konnte, obwohl sie zu ihm gefahren ist, sogar nach Tokio. Es war 3 Jahre vorher, aber sie ist zu ihm gefahren. Sie hat ihn gesehen. Sie müsste eigentlich seinen Namen wissen. Das ist es ja. Dass der Junge, also Taki, den Namen vergessen hat, klar. Kann ich mir vorstellen, er hat sie nur kurz gesehen. Aber sie wusste ja, mit wem sie spricht, mit wem sie halt zu tun hat. Und ja, das ist das Komische. Warum konnte sie sich nicht an seinen Namen erinnern? Das habe ich nicht verstanden. Das verstehe ich immer noch nicht. Halt am Ende haben sie gesagt, ja, ich kenne dich, wie ist dein Name? Aber dennoch, das habe ich jetzt nicht so verstanden. Vielleicht könnt ihr es mir erklären in den Kommentaren, falls ihr den Film gesehen habt. Kommen wir jetzt zu den Punkten, die der Film hatte und wiederum auch nicht hatte. Was der Film nicht hatte, war ein vollendeter Schluss. Es war ein offenes Ende. Hat mir auch nicht wirklich gefallen, aber dann kann man sich schon als Zuschauer so denken, was wird jetzt als nächstes passieren? Vielleicht kommt ja noch ein zweiter Teil. Das ist gut. Das fand ich wiederum Bombe. Und ja, was der Film auf jeden Fall hatte. Spannung, Romantik, dieses sensible Etwas, was einem im Herzen echt wehtut, wenn man darüber nachdenkt. Genau das. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es war einfach nur wow. Der Film war einfach nur wow. Ohne Scheiß, das ist bisher sogar mein Lieblingsanime. Was hatte der Film noch? Witz, Humor. Sehr viel, auch sehr viel zweideutigen Humor. Das ist total so mein Humor, dieser ganze Penis-Humor ist total mein Ding. Vor allem so, weißt du, so die Titten so begrapscht hat von der, so. So 2 Sekunden vorher, das sollte ich ihr zuliebe nicht tun. Was ist, die kleine Schwester von der einen?
macht auf und er begrapscht ihre Titten in ihrem Körper. Und alle lachen ohne Scheiß. Ich konnte mir das Lachen kaum verkneifen. Kaum. Einfach super geile Stelle, witzige Stelle. Es hatte sehr viel Witz und Humor. Dieser Film hatte einfach alles. Bis auf ein bisschen Logik bei einigen Stellen. Eine Stelle habe ich ja schon erklärt. Die zweite, und das ist die einzige, die mir auch so aufgefallen ist, die unlogisch ist. Er hat sich jetzt in sie verliebt. Ja. Schön und gut. Aber warum konnte er sich nicht an das erinnern, was vor 3 Jahren war? Vor allem, wo sie gesagt hat, Meteoritenschauer. Und also war das nicht der Tag, an dem die Sterne vom Himmel fielen und bla bla bla? Da musste man sich schon denken. Das ist vor 3 Jahren passiert. Das war eine Weltsensation. Und der erinnert sich nicht dran. Logik. Okay, ich bin auch vergesslich, aber sowas vergesse ich doch nicht. Ich konnte nicht mal Dings vergessen, diesen einen Flugzeugabsturz vor ein paar Jahren, wo dieser eine, der nach Düsseldorf fliegen sollte, dieser, keine Ahnung, Typ, dieser Pilot, und dann so als Crash gelandet hat, irgendwo hier in der Nähe. Ja, selbst das habe ich nicht vergessen. Und der vergisst sowas? Ich weiß, ich bin schon vergesslich, aber wie vergesslich muss der Typ dann sein? Okay, der Typ, der nicht mal ihren Namen behalten konnte. Aber okay, seine Sache. Nun gut, kommen wir jetzt zum Fazit. Und ja, ich habe gerade To Bo zitiert, ich weiß. Schlag mich, ich weiß. Ja, kommen wir jetzt einfach zum Fazit. Dieser Film ist empfehlenswert, weil er einfach alles hat, was ein guter Film dessen Genre hat. Und ja, ich liebe diesen Film. Er ist genial und ich bin mir sicher, ihr werdet den Film auch lieben. Außer ihr seid so Anti-Romantik, Anti-Fantasy und alles, dann nicht. Aber für die Leute, die schon sowas mögen, ist es perfekt. Oder mal der Genre, mal oder Anime an sich, ja, eine Chance geben wollen. Das ist dann der perfekte Anime für euch. Ja, das ist ein perfekter Einsteiger-Anime. Muss ich echt zu sagen. Klar, es ist nicht Pokémon, es ist nicht Dragon Ball, es ist nicht One Piece oder Naruto. Aber es ist wirklich der beste Anime, den ich bisher gesehen habe. Und für die, die Nachbar Totoro oder Chihiros Reise ins Zauberland mochten, wird dieser Film auf jeden Fall ein Genuss. Immer so. Ja. Was gibt's noch zu diesem Film zu sagen? Eigentlich nichts. Das wär's eigentlich. In den nächsten Videos, wenn ich Filme vorstelle, da würde ich jetzt, Your Name ist auch dabei. Das wird irgendwo in ein paar Wochen sein. Da würde ich bewerten nach Schulnoten. Ein paar Filme, die ich jetzt im Kino gesehen habe, die ich sogar am besten fand. Die würde ich jetzt dann ein paar Schulnoten bewerten. Darunter ist Jumanji 2, Star Wars 8, also Star Wars Episode 8, Your Name auch, wie gesagt. Und natürlich auch Insidious, die Vorgeschichte von dem ganzen, Insidious Lasky. Und was noch? Es waren gerade 4 Filme, da gab es noch einen 5. Genau, 50 Shades of Grey 3. Ne, kleiner Scherz, nicht 50 Shades of Grey. Auf keinen Fall, ich hasse diesen Film. Genau, Happy Death Day. So, diese Filme würde ich jetzt noch bewerten in einem anderen Video. Und ja, jetzt würde ich sagen, Creep Like, Daumen nach aufgeben, abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Your Name anschauen auf diversen Stream-Plattformen. Und dann, ja, haut raus, bis dahin, ciao. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Zum krönenden Abschluss kommt jetzt der Trailer zu Your Name. Viel Spaß. Aus Copyright-Gründen kann ich euch das Video zu Your Name nicht zeigen, aber ich habe mir zumindest die Audiospur runtergeladen, das heißt ohne das Video, den Trailer, nur als Audio mit Bildern. Hoffentlich könnt ihr euch ein Bild davon machen. Wenn ihr wollt, kann ich auch noch den Trailer auf YouTube raussuchen und euch unter die Videobeschreibung packen.
An dem Tag, an dem die Sterne flogen. Das war wie eine Szene aus einem Traum. Es war einfach wunderschön anzusehen. Nach der Schule? Geht nicht, muss halt arbeiten. Ich hasse dieses Kaff. Ich hasse dieses Leben. Im nächsten Leben will ich ein gut aussehender Junge in Tokio sein! Hm? Wo bin ich? Ehrlich gesagt, habe ich in letzter Zeit immer einen ziemlich seltsamen Traum. Als ob ich das Leben eines anderen Menschen leben würde. Was ist das denn? Heißt das etwa, dass wir in unseren Träumen die Körper tauschen? Eines ist sicher. Sollten wir uns je begegnen, würden wir uns erkennen. Eins wollte ich dir noch sagen. Egal, wo du bist auf der Welt, ich werde dich finden. Wer bist du? Wer bist du? Wie ist dein Name?